So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, ein Spiel, das mich bisher eigentlich ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Ist natürlich sehr alt, die meisten Leute werden es kennen. Nicht viele werden sich für das Projekt interessieren. Aber ich find's cool, dieser Sedgwick ist mir irgendwie sympathisch. Er ist ein richtiger kleiner Trauerkloß. Aber gut, wir machen mal weiter. Wir haben diesen Ball bekommen, indem wir unseren bösen Bruder erschreckt haben. Und vielleicht können wir den ja mal tauschen. Der ist doch viel schöner als so ein blödes Yaoi-Ei. Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Jetzt nimmt er gleich beides, wenn oder? Wenn das so ist, dann fang! Ein Yaoi-Ei. Die sind ja riesig. Gut, damit kann ich diese Feuerdrachen, oder wie die hießen, anlocken. Feuerdrachen heißen wirklich so. Das ist auch eine Chips-Sorte, die es beim Penny gibt, glaube ich. Sind relativ lecker. Wie fange ich sie? Mit der Schatulle. Sedgwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Geh mir nicht auf den Sack, oder ich erschreck dich wieder. Ich mag keine Feuerdrachen, aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Sedgwick, nicht! Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Oft. Bist du denn lebensmüde? Wie kommst du denn darauf? Wie kommt er darauf nur? Ja, wie fangen wir die Dinger? Mir fehlt ein wenig ein Behältnis. Ich kann sie mit Bomben in die Luft sprengen. Sedgwick, wie oft habe ich dir gesagt, manchmal glaube ich... Ach was. Wie fange ich die Feuerdrachen mit einem Kescher? Sedgwick, wie oft habe ich manchmal glaubt... Ach was. Mit einer riesigen Hose? Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Geht mir auf den Sack. Darf ich ihn nochmal erschrecken? Ich hab da was für dich. Hä? Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Ich bin clever, ha? Hey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das gefälligst. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Niemand fängert an der Wäsche rum. Aber ich habe jetzt eine Hose. Eine riesengroße Hose. Sedgwick, wie oft hat manchmal glaubt... Ach was, wirklich? Was mache ich mit dieser großen Hose? Hätte ich die Socken klauen können? Ich hab da was für dich. Hä? Bei Nasgier! Das sind da dreimal am Stück drauf. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Die lasse ich lieber hier. Sie halten die Mücken fern. Hä? Sehr witzig. Fand ich auch. Ich könnte es mir jedes Mal wieder reinziehen. Hier, Opa, was ist deine Hose? Pass gut auf die Hose auf! Wie du weißt, es ist meine Lieblingshose. Sie hat mir schon so manches Mal das Leben gerettet. Was ging mit der Hose nochmal? Da hat er uns ja irgendwas erzählt. Hallo, Opa. Ach, hallo, drück dir der Hut. Sag mal, Opa. Ha, frag mich ruhig. Sophie. Klick das hier mal durch. Das habe ich ja alles schon mal gemacht. Weißt du, wie man zur Insel kommt? Nein, ich habe keine Idee. Früher gab es in diesem See keine Insel. Aber Inseln tauchen doch nicht plötzlich auf. Vielleicht doch. Der See war damals auch größer. Bist du sicher, dass es überhaupt derselbe See war? Natürlich, so war ich hier stehe. Opa, du sitzt aber doch. Dann stell dir einfach vor, ich würde stehen. Warum soll ich meine Beine bemühen, solange du noch deine Vorstellungskraft hast? Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Außerdem ist es ein wenig zugig hier draußen. Und ich trage keine Unterhose. Schön zu wissen.
Schon mal was von Kalida gehört? Kalida? Nein, über eine Kalida weiß ich nichts. Ich kannte mal eine Kalua. Sie war die Wirtin in einer Kneipe am Zutzelmeer. Ihre Eltern hatten sie nach einem einheimischen Getränk benannt. Eine Art Fruchtbowle mit tropischen Früchten. Mann, war die lecker. Immer mit dem Schirmchen und Früchten dekoriert. Ich konnte kaum genug bekommen. Oftmals habe ich das Schirmchen alle Früchte rausgenommen, damit ich mit der Zunge noch bis in den letzten Winkel komme. Kalua. Und die Bowle war auch nicht schlecht, stimmt's? Ach ja, die war okay. Ein bisschen viel Zitrone für meinen Geschmack. Mhm, war klar. Gut. Weißt du was? Ja, ich wirke zu bei manchen. Ich werde euch verlassen. Na gut, aber sei bitte zum Essen wieder da. Nein, Opa. Ich verlasse euch für eine ganze Weile. Liegt es am neuen Rezept? Nein, Opa. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann die Wahrheit verkraften. Mach's gut, Opa. Ich werde dich vermissen. Bis später. Kopf hoch, Ben. So, kann unser Spot vielleicht Feuerdrachen fangen? Ich glaube, Spot ist satt. Könnten ihn auch mal wieder... Lass es dir schmecken, Spot. Na, ah, er macht's tatsächlich. Cedric, nein! Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Okay, wir haben jetzt Feuerspot. Alleine die Feuerspot-Form. Das ist ja saucool. Was unsere kleine Raupe alles kann. Das Feuer bewegt sich allerdings nur, wenn er läuft. Sehr cool. Sieht Spot wirklich scheint gar nicht registriert aus. Zu haben, was uns jetzt alles noch bevorsteht. Himmel, wo soll das alles bloß enden? Gut, es gibt nicht so viele Sachen, wo ich machen kann. Ich probiere es mal mit dem Spinnennetz. Da hat er ja eh schon gemeint, dass er da eine potenziell wertvolle Idee hat. Feuerspot. Das ist ziemlich lässig. Zünde hier nicht die Umgebung an. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Yeah, er kann Feuer spannen. Gut gemacht, Spot. Ist das mal die geilste Raupe, die es gibt, ha? Huh? Du bist der beste Spot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es ist ein Meerauge. Hoffentlich frisst es uns nicht. Die waren ja eigentlich Helden. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Spot wieder? Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Also er war bisher eigentlich schon sehr nützlich. Bombardieren die Augen. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Okay. Vielleicht kann ich es erschrecken mit einem gefährlichen Zweikampf-Monster. Ich möchte gar nicht wissen, zu was für einem Monster diese Augen gehören. Ein Meerauge, weil es ja 11 Augen hat. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Wenn seine Geschichten stimmen. Wenn die Geschichten stimmen, hat die Hose Opa in so mancher Messerstecherei das Leben gerettet. Wenn Opas Geschichten stimmen, dann hat diese Hose schon so einige Explosionen überstanden. Kann Stein nutzen? Der Gedanke ist vielleicht absurd, aber die Hose ist eigentlich groß genug und aus Segeltuch. Sie würde gar keinen schlechten Fallschirm abgeben. Warum sollte ich einen Fallschirm bauen? Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Ein Fallschirm? Wie kommt er auf sowas? Die sollte ich lieber nicht verbuddeln, die brauche ich noch. Wenn die Geschichten stimmen, dann hat Opa mit seiner Hose einmal einen Elefanten gefangen. Das ist kein Wäschekorb, sondern eine Schmuckschatulle. Ben bewahrt darin Sachen auf, die ich nicht in die Finger bekommen soll. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ich dachte, er kann einfach ein bisschen was drüber. Gut, Feuerform gibt's jetzt. Na, mal sehen.
Macht irgendwas. What the fuck? Die Augen waren ja schon gruselig, aber das hier? Was jetzt gerade passiert ist, habe ich nicht so ganz verstanden, wieso das funktioniert hat. So, die Lampe ist jetzt an. Was ist das nur? Eine Art Laterne? Kann ich sie nehmen? Es scheint fest an der Wand verankert zu sein. Die Augen waren ja schon gruselig, aber das hier? Ein elfäugiger Fisch. Bleib schön auf deiner Seite der Wand, hörst du? Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Okay, jetzt gibt's hier noch ein Seil und einen Schädel. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Ich glaube, das wäre dir dann egal. Aber ein Seil. Jeder kann immer ein Seil gebrauchen. So, soll ich daraus einen Fallschirm bauen? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Hab ich nicht schon genug kaputt gemacht? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Kann ich mit diesem... Hab ich nicht schon genug kaputt gemacht? Seil vielleicht... auf diesen Baum klettern. Da hilft einem Seil zwar nicht sonderlich viel, da bräuchte mir eher einen Enterhaken noch dazu. Aber testen kann man ja alles mal. Auch das Seil hilft mir hier nicht weiter. Wo sollte ich es auch festknoten? Ja, da hat er zur Abwechslung mal recht. Mit der kahlen Stelle kann ich es sicherlich nicht verwenden, oder? Warum sollte ich das tun? Hier ist nichts. Nur eine kahle Stelle. Nur eine kahle Stelle. Warum sollte ich das tun? Hier ist nichts. Nur eine kahle Stelle. In Ruinen gibt es auch nicht mehr viel. Vielleicht mal meine Steinkumpanen nochmal anlabern. Jetzt immerhin mehr Auge gesehen. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur. Du kannst mich. Bis später. Du weißt ja. Wir. Dem gibt's nichts mehr viel, was wir hier sagen könnten. Kann man eigentlich mit dem Orakel-Schlangenteil auch nochmal reden? Ne? Dumm. Hey, Shana. Ist er noch immer hier? Ja. Wieder. Ich habe noch ein paar wichtige Fragen. Gut, das haben wir schon gefragt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Ich finde selber die richtige Uhrzeit heraus. Hab das Achievement nochmal bekommen. Gut, hier gibt's nichts mehr. Ich gehe nochmal zu dem Fisch in der Höhle. Benutze einfach mal wahllos ein paar Items mit dem. Kann ja auch nicht schaden. Hier ist nichts mehr, oder? Diese Pilze, kann ich da mit meinem Feuer-Snot irgendwas machen? Boom. So, Spot. Ich nenne ihn immer Snot. Nicht jetzt, Spot. Wir können immer noch Pilze grillen, wenn die Welt untergegangen ist. Weiß nicht, ob wir da noch Pilze grillen können. Vielleicht können wir einen Fisch grillen. Die bewegen sich sogar mit uns mit. Angenehm, angenehm. Komm, spuck Feuersnot. Spot, sorry. Der arme Spot. Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Was für ein Stein? Ach, der ist hier in so einem Block drin, okay. Was ist das nur? Eine Art Laterne? Das hat auch nichts. Reden können wir nicht, oder? Bleib schön auf deiner Seite. Schon probiert? Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Das ist eine Hose, die zieht man an. Vielleicht könnte ich besser sehen, wenn ich den Stein noch etwas glatt poliere. Aber will ich das denn? Weiß ich nicht. Wie denn? Er ist im Stein eingeschlossen. Ich kann ihn ja cachern. Wie denn? Er ist im Stein eingeschlossen.
Dieser Schädel, der hier rumleckt, mit dem kann ich nichts machen. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, wird... Okay. Scheint er wirklich nichts mitmachen zu wollen. Der braucht keine Hose mehr. Das ist auch sehr... Ich kann ihm eine Mütze aussetzen. Ein Schädel mit spitzer Mütze? Es gibt wohl kaum etwas Alberneres. Ist doch ein Clown. Alberne Sachen müssen dir doch gefallen. Könnt ihr ihn vergraben? Er hat sein Grab bereits gefunden. Ja, das war's dran. Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Okay, also dieser Fisch hier ist gar nicht mal so interessant. Diese Lampe scheint eher interessant zu sein. Ach, die Bomben vielleicht? Ich sprenge ihn frei. Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus... Und ich probiere... Schade. Die Lampe. Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe. Hose habe ich ja schon verwendet, Seil ging eigentlich auch. Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Irgendwie sich einen Enterhaken oder sowas bauen? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese Anheber, der man so... Nein, es ist... Ich bin nicht so verzweifelt, es ist eher die Heber, der man... Das sollte ich lieber nicht verbuddeln. Das brauche ich noch. Nicht nötig. Meine Situation ist auch so schon verschachtelt genug. Er hat wenigstens immer einen guten Spruch drauf. Ich bin nicht so verzweifelt, dass es ist eher diese andere Art Heber, der man sowas... Sonst geht hier wirklich nichts. Ist zwar sinnlos, aber ich benutze mal nochmal den Kugelspot. Kugelspot? Der Fisch hält Spot offenbar für etwas zu essen. Jahrzehntelang mit leerem Magen in Stein eingeschlossen. Kein Wunder, dass er so grimmig guckt. Guckt, wie er es immer sagt, ist schön. Los, Spot, du gehst vor. Was ist? Blöde Raupe, was bist du nur für ein Feigling? Spot ist the bravest, die mutigste Raupe der Welt. Gut, jetzt weiß ich auch nicht. Ich habe ein paar neue Items eigentlich bekommen. Wisst ihr aber jetzt überhaupt nicht, was ich mit einer Hose oder einem Seil anfangen soll. Ich kann mir ein Floß bauen, darüber zur Insel rüberschippern, aber... Diesen Kanonentrick, den würde ich ja eigentlich ganz gern mal machen. Dann kann ich mich doch sicher zum Ufer rüberschießen. Ein Floß bauen, ich weiß ja nicht. Ich habe zumindest ein Segel. Die wurde bereits gewaschen. Ein Seil? Das Seil ist auch so schon feucht genug. Das hatten wir ja alles schon, haben wir alles schon probiert. Hier sind immer noch Feuerdrachen. Gleich wieder Anschuss. Sedwick, wie oft hat manchmal glaubt... Ach was, wirklich? Ah! Ich sehe, du hast ein neues Seil. Sehr gut. Das Seil ist der beste Freund des Clowns. Ich dachte, das seien die Hupenschuhe. Die besten Hupenschuhe nützen dir nichts, wenn du kein Seil hast, um darüber zu stolpern. Oder dich vor Scham zu erhängen. Okay. Also das Seil scheint ihn zu interessieren, aber... Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drück dir der Hut im... Bis später. Kopf hoch, Ben. Vielleicht mit dem Kessel mal noch irgendwas machen? Ein Seil krochen? Gute Idee. Was? Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Ah, okay, ich habe... Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Habe ich jetzt eine Zündschnur gebaut. Das getränkte Seil wäre eine hervorragende Lunte. Passt. Hab mir eh schon gedacht, ohne Lunte bringt das ja alles nichts. Gut, ich habe aber immer noch nichts um die Lunte... Ah, ich habe ja mein Feuer... Spot. So, ich glaube, wir sprengen in der Hülle mal dieses Wesen in die Luft. Das mit dem Seil und der Petroleumsuppe war gerade ein totaler Luckshot. Ich im Leben nicht gedacht, dass das hinkommt. Egal, Glück gehört auch dazu. So. Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Das ist schade.
Schnell wollen wir nicht. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Wir haben jetzt funktionierende Bomben. Diese kahle Stelle noch zu sprengen, wird ja wohl kaum was bringen. Außerdem hätte er da davor, glaube ich, schon irgendwas gesagt. Das wäre vielleicht ein wenig übertrieben. Und mit vielleicht meine ich bestimmt. Okay, also da scheint doch immerhin schon mal was dazu zu sagen. Ich kenne weniger gefährliche Methoden. Muss ich sonst noch irgendwas verwenden? Ich kenne weniger gefährliche Methoden. Wenn Opas Geschichten stimmen, dann hat diese... Vielleicht könnte ich ja hier mal ein paar Bomben zum Jonglieren geben. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Ich könnte Opa niemals wehtun. Er nimmt einfach zu viele von diesen schmerzstillenden Medikamenten. Guter Spruch mal wieder. Oh, oh. Sedwick, wie auch manchmal glaubt... Ach was, wirklich? Hier gibt's... Oh, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, diese Rohrleitungen hier oben. Bomben? Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Nein, ich will mit den Dingern nicht... Gut, die Rohre möchte er nicht anfassen. Kerze. Ben sagt, diese Sorte, ich sage... Autsch, verflucht, das geht, warum bin ich... Genau, warum spreng ich nicht einfach mein Zuhause in die Luft? Geht's noch? Warum nicht? Hast doch eh alles hier. Der Ofen ist zu klein für meinen Kanonenrohrtrick. Ah, Kanonenrohrtrick. War mit diesem Papierfetzen? Ach so, da steht, wie man den Kanonenrohrtrick macht. Ah. Okay, wir brauchen einen Pfropfen, eine Kanone, einen Fallschirm und eine Bombe. Wir haben ja eigentlich alles, oder? Ein Pfropfen. In das Loch? Die steinerne Mütze würde sich hervorragend als Pfropfen eignen. Aber der Ofen ist zu klein für meinen Kanonenrohrtrick. Zu klein für den Kanonenrohrtrick. Habe ich noch irgendwas Besseres? Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Als ob das großen Unterschied machen würde. So, wir brauchen ein großes Rohr. Ein großes Rohr. Ja, also in meinem Inventar habe ich ja nichts, um da irgendwie was zu basteln, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Fällt jetzt gerade so gar nichts ein, was man hier irgendwie verwenden könnte. Als großes Rohr. Ich kann einen Feuerspot mal auf die kahle Stelle hier ansetzen. Hast du gesehen, wohin die Irrlichter verschwunden sind? Ach, was frage ich dich überhaupt? Nichts gesehen. Nichts gehört. Diesen Korken, kann ich da irgendwas mitmachen? Gut, damit ist mir aber immerhin schon mal einiges klar geworden, nein, nämlich, das dass Loch das ist alles für diesen so. Bombentrick, für diesen Kanonentrick. Was an sich fehlen würde, ist nur noch das Rohr. Ein schönes Kanonenrohr. Vielleicht kann ich ja das Rohr von Zirkus auch irgendwie größer machen, aber womit? Schauen wir uns mal nochmal an. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funkseitig klingt, dabei habe ich gar... Können wir es denn mitnehmen? Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und dann könnte ich... Wir haben ihn schon offen, Sedwick. Was ist mit den Rohren? Die will er wohl kaum verwenden, oder? Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Ach, so schlimm sind die gar nicht. Wir können ja mal unsere nicht leitfähige Raupe verwenden. Hey Spot, hast du sowas schon mal gesehen? Ich auch nicht. Tja. Gut, dann mache ich, glaube ich, Schluss für diesen Part.
muss jetzt ein Kanonenrohr suchen. Ich schau mal nochmal ganz schnell hier rein. Den Kessel kann ich nicht verwenden, nehme ich mal an, oder? Irgendwie die Steinmütze. Meine Kreation ist viel zu schade für die Suppe. Eigentlich ist alles Gute zu schade für diese Suppe. Unglücklicherweise sieht Opa das genauso. Eine Abwärtsspirale. Sonst ist hier nichts. Kochbuch, Frosch. Nee. Ja gut, ich wollte eh Schluss machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.